hast du angestellt? Also, es ging um Hehlerei. Mhm. Ich habe einen geklauten Laptop weiterverkauft und das zählt ja in dem Fall polizeiliche Sinn als Hehlerei und ja. Wie haben sie dich entdeckt? Wie kam das raus? Der Käufer hat, die Laptops wurde von der Polizei beim Käufer gefunden und der hat dann einfach gesagt, ja, dass er die von mir hat. Dann stand die vor meiner Tür und dann ja. Okay. Ich hatte mit ein paar Kollegen was getrunken gehabt und war ich in der Stadt, hatte ein bisschen randaliert und da sind halt ein paar Autos kaputt gegangen. Ja, deswegen bin ich hier. Wenn man es ganz genau nimmt, schwere Körperverletzungen mit Tateinheit von Hausfriedensbruch. Es ist was durchaus Neues, weil Bildhauer gibt es nicht an jeder Ecke, macht auch nicht jedermann. Und ja, man kann sich da, ich sag jetzt mal, auf eine gewisse Art und Weise positiv austoben. Mehrere Stunden vielleicht an einem Werk und dazwischen, man kann ja nicht nur die ganze Zeit an eine Sache denken, man kommt auch an andere Gedankenwege, warum bin ich überhaupt hier und sicher versucht man das dann irgendwie dazu kompensieren und da reinzubringen irgendwie und vielleicht sogar unbewusst teilweise, vielleicht auch bewusst teilweise und bei dem einen kleinen Kunstwerk war das auch wirklich so, würde ich sagen, teilweise unbewusst, aber erst als es fertig war, habe ich erst gemerkt, so ja, das was ich da gemacht habe, das, was ich da entstanden lassen habe, ist wirklich ein Ausdruck von dem, was ich gefühlt habe, wieso ich hier bin eigentlich.